ihr Lieben, hier spricht wieder Jenny Sering, dein Energy- und Transformationscoach. Ich freue mich, dass du heute wieder zum Herzzeit-Podcast eingeschaltet hast. Dein Podcast für deine Inspiration und Transformation. In der heutigen Folge sprechen wir über Sleep Well, schlafe gut und zufrieden ein, wache energetisch auf. Bevor wir in die Session starten, möchte ich einfach dir vorab ein paar Infos geben. Die brauchst du dir natürlich nicht immer anhören. Du kannst diese Session so oft wie möglich machen, wenn sie dir gut tut. Und du kannst dann einfach vorskippen. Das Intro, was ich jetzt gebe, ist einfach noch ein bisschen Informationsmaterial, was du vielleicht vorab brauchen könntest, bevor wir in die Session starten. Du kannst die Session so oft wie möglich machen. Also du musst nicht jetzt sagen, oh, einmal hat sie mir gefallen und dann mache ich die nie wieder, sondern du kannst sie so oft wie möglich machen. Du brauchst nicht bis zum Schluss zuhören, denn auch dein Unterbewusstsein, wenn du einschläfst, wird diese Session mitbekommen. Natürlich kannst du sie dir die ersten Male vielleicht ganz anhören und dann kannst du auch vorab einschlafen. Und bei mir passiert das zum Beispiel, wenn ich bei dem Dankbarkeitsteil bin, dass ich oft schon wegdöse und gar nicht mehr bis zum Anfang meines Tages komme. Und wenn dir das auch so geht, dann ist das super. Und dann hörst du einfach unterbewusst meine Stimme noch und dann gibt es kein Jingle zum Schluss und du kannst einfach weiter schlafen, entweder mit Kopfhörern oder wenn du alleine schläfst und du deinen Partner oder dein Baby, wer auch immer mit in deinem Zimmer ist, nicht störst, kannst du das natürlich auch über laute Boxen hören. Also so laut, dass du natürlich gut einschlafen kannst oder vielleicht auch schon so ein bisschen wegdösen kannst. Dann werden wir in der Folge einmal kurz auf die Chakren eingehen. Und Chakren, falls du es noch nicht weißt, sind Energiesysteme in unserem Körper oder ein Energiesystem. Und man sagt, es gibt 7 Hauptchakren in unserem Körper, die auf der Wirbelsäule angeordnet sind. Die gehen vom unteren Becken bis oben in deinen Scheitel. Und Chakra heißt übersetzt Rad. Und unsere Chakren drehen sich. Und manchmal drehen sie sich zu langsam und manchmal sind sie überhitzt und drehen vielleicht zu schnell. Und was wir machen, wir gehen einmal kurz auf diese Chakren ein. Und es ist so, wenn unsere Chakren in Harmonie sind, wenn sie sich gut drehen, wenn sie sich gut anfühlen, dann sind wir total energetisch auf einem guten Level. Dann sind wir nicht überdreht, dann sind wir nicht unterdreht und darauf gehen wir auch nochmal ein. Du kannst dich natürlich gerne hinlegen in dein Bett. Du kannst dich schon so fertig machen, dass du dich anziehst, so wie du dich anziehen möchtest und dann einfach einschlafen. Mach es dir bequem, mach es dir so, dass es dir gut geht, wenn du gleich mit der Session startest. Lege dich bequem hin in deinem Bett. Rüttel nochmal alles zurecht, rück dich zurecht, zupf alles das zurecht, was du noch brauchst und dann leg dich bequem hin auf dem Rücken. Die Handflächen kannst du unter der Bettdecke oder über der Bettdecke haben, sodass sie nach oben gerichtet sind zum Himmel. Oder wenn es für dich angenehmer ist, kannst du auch deine Hände auf deinen Bauchbereich legen, sodass du dir selber nochmal ein bisschen Wärme, Geborgenheit und Energie zuführst. Die Hände sind die Verlängerung deines Herzens, deswegen, wenn du Stellen hast, die es jetzt gerade benötigen, die deine Aufmerksamkeit brauchen, dann leg deine Hände auch gerne auf diese Bereiche. Vielleicht ist das nicht der Bauch, vielleicht ist es dein Herz, vielleicht ist es auch deine Kehle und du kannst während der Session die Hände jederzeit auf einen anderen Punkt legen oder einfach neben deinen Körper und die Handflächen dann zum Himmel gerichtet. Wenn du magst, atmest du noch einmal bewusst durch die Nase ein und hauchst nochmal den Tag aus. Mach das gern noch ein zweites und drittes Mal. Atme Energie ein und mit der Ausatmung darfst du den Tag ziehen lassen. Alle Ereignisse.
auch während der Session, wenn du nochmal merkst, dass da irgendwas energetisch bei dir passiert, du merkst, da ist ein Unwohlsein oder irgendetwas, was gehen möchte, dann atmest du einfach durch die Nase ein und lässt es hauchen durch den Mund gehen. Spüre die Unterlage, auf der du jetzt liegst und nimm sie erstmal wahr. Wie fühlt sich das an, dort in diesem warmen Bett zu liegen? Du darfst mit jeder Einatmung Energie aufsaugen, mit jeder Ausatmung darfst du immer schwerer werden. Einatmung saugst du Energie ein, mit der Ausatmung wirst du immer schwerer. Darfst immer mehr loslassen, auch wenn du noch nicht weißt, wie du loslassen sollst. Und du nimmst erstmal deinen Atem wahr, wie der sich anfühlt. Atmest ein und aus, einfach für dich. Vielleicht nimmst du den Atem das erste Mal am Tage auch so richtig bewusst wahr, dieser Atem, der dich den ganzen Tag getragen hat, der immer für dich da ist. Jetzt machst du ihn dir nochmal richtig bewusst. Atmest durch die Nase ein und aus, ganz natürlich. Und dann spürst du in deinen Körper, ob es dort Stellen gibt, die sich gut anfühlen. Vielleicht gibt es Stellen, die sich nicht so gut anfühlen, die sich vielleicht ein bisschen eng anfühlen, beklemmend anfühlen, unwohl anfühlen. Auch diese Stellen nimmst du einfach wahr. Scanne deinen Körper mit der Atmung ab. Nehme wahr. Alles das, was jetzt nicht mehr für deinen Körper dienlich ist, alle diese Stellen, die du vielleicht als unwohl betitelt hast, dürfen jetzt aus deinem Körper einfach gleiten, als wenn sie über deine Matratze in die Erde einfach fließen. Vielleicht magst du dir auch vorstellen, dass aus deinem Körper helle Wurzeln in die Erde gehen und diese Wurzeln nehmen alles das aus deinem Körper, was sich jetzt nicht gut anfühlt. Als wenn sie an dieser Stelle angebracht sind, diese Wurzeln, und sie ziehen alles in Mutter Erde und Mutter Erde wird daraus Tolles machen. Das Umwandeln in Energie. Und deins darf jetzt gehen. Vielleicht magst du dir auch vorstellen, dass Wurzeln an deinem Hinterkopf angebracht sind, die in die Erde gehen. Und alle Gedanken, die für dich jetzt nicht mehr dienlich sind, die dich vielleicht verärgert haben, die dich in Sorge haben, denken lassen, dürfen jetzt durch diese Wurzeln an deinem Kopf in die Erde gehen. Und diese Gedanken, Sorgen, Probleme gehen einfach in Mutter Erde und sie wird Tolles daraus bauen. Und lass alles mal fließen. Alles darf aus deinem Körper gehen.
Jeder Ausatmung geht immer mehr über diese Wurzeln in die Erde. Immer mehr darfst du in deine Matratze sinken, das loslassen, auch wenn du noch nicht weißt, wie es richtig funktioniert, loszulassen. Wird dein Körper immer, immer schwerer. Du darfst immer, immer mehr loslassen. Und dann darfst du einmal Kontakt mit deinen Chakren aufnehmen und sagst dir, meine Chakren dürfen über die Nacht regenerieren. Sie dürfen sich entladen und sie dürfen sich neu aufladen. Auch wenn ich nicht weiß, wie, werden sie es tun. Meine Chakren werden sich regenerieren. Sie werden entladen und werden wieder neu aufgeladen. Dann schau mal, was hast du heute an deinem jetzigen Tag bis jetzt alles erreicht? Klopf dir mal auf die Schulter für die kleinen Sachen und die großen Sachen, die du heute alle erledigt hast. Was hast du heute alles gemacht? Was hast du für deine Familie gemacht? Was hast du für dich gemacht? Was hast du für die Menschheit gemacht? Nimm die kleinen und die großen Dinge, vor allen Dingen die kleinen Dinge, zähl sie auf. Was hast du Tolles gemacht? Und was hast du heute alles gelernt aus den Herausforderungen des Tages? Was hast du gelernt aus dem heutigen Tag? Vielleicht kommt etwas, vielleicht aber auch nicht, alles ist okay. Vielleicht merkst du auch morgen, wenn du die Session nochmal machst, was du gelernt hast. Und dann, für was bist du heute dankbar? Geh deinen Tag gerne vom Abend rückwärts zurück. Wofür bist du dankbar? Nimm die kleinen Dinge. Vielleicht bist du dankbar, dass du heute in deinem Bett liegst, in deinem warmen Bett und diese Meditation hörst. Vielleicht bist du dankbar für das fließende Wasser, was du hast, für die Luft, die du heute geatmet hast, die Menschen, denen du heute begegnet bist, die Natur, die du heute gesehen hast, die Dinge, die du erledigt hast. Und sei auch dankbar für die Herausforderungen. Wofür bist du dankbar? Geh den Tag von Abend bis Morgen zurück. Und jetzt kannst du mir langsam in Gedanken einfach nachsprechen, wenn du noch nicht eingeschlafen bist. Meine Intention ist es, ich werde einen erholsamen und heilsamen Schlaf haben, egal wie die Nacht für mich wird. Jede Nacht werde ich einen noch friedvolleren und energiereicheren Schlaf schlafen. Danke für diesen schönen Tag, danke für die Herausforderung und dass ich lernen durfte heute.
Danke, dass mein Energiesystem Erholung findet. Jetzt, jetzt, jetzt. Danke, danke, danke. Und mit jedem Atemzug, den du jetzt für dich atmest, atmest du Frieden ein und mit jedem Ausatemzug darfst du immer, immer schwerer in deine Matratze sinken. Du atmest Frieden ein und verteilst diesen Frieden in deinem ganzen Körper. Ein Frieden, aus Frieden, ein Frieden, aus Frieden. Mach das so lange, wie es sich für dich stimmig anfühlt. Und dann schlaf gut und gesund ein. Thank you.